Ja, willkommen zurück. Wenn man nicht alles, ja, also es tut mir leid. Ich hätte unten im Keller noch mal irgendwie an die Tür gehen sollen, die ganz hinten die Tür, die war irgendwie abgeschlossen. Und dann wäre mir schon bewusst gewesen, ich brauche ein Passwort oder einen Zahlencode und der steht hier natürlich dort. Die 620. Na? Das ist, wenn man das. Also. Ich will auch nicht zurück. Warum? Ich will nicht. Ach, Ton, hör auf. Aber ich hatte gerade bei dem Video, was ich geguckt habe, ganz kurz dasselbe Problem. Ich habe fast die Befürchtung, das hat irgendwas mit dem Bluetooth zu tun. Sonst muss ich meine alten, ich weiß gar nicht, wo ich die habe, Kopfhörer mit den Kabeln wieder rausfummeln. Ja. Ah, die Quietscheente, die hat mich gekriegt letztens. Aber richtig. Ich will da nicht rein, Mann. Warum? Drücke linke Maus, was zum Überspringen? Alter, Musik! Sechs? Nee, sechs. Nee. Hä? Linke. Sechs. Zwei. Nee. Hä? Wie kann ich denn runter? Ah, so. Neun. Augenarzttermin. Hey! Ich möchte wieder gehen. Flackerndes Licht ist nie gut. Kann ich mich nicht einfach totstellen? Wie so ein Opossum? Totstellen geht immer. Ich will mich nicht bewegen. Keine Ähnlichkeit. Ähnlichkeit zu was? Herein? Ich will. Und ich habe mir nur Layers of Fear und Obscure geholt. Obscure, ich keine Ahnung, da habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Da habe ich mir nichts zu angeguckt, nichts, gar nichts, weil. Ich weiß nicht, das wollte ich irgendwann mal selber spielen. Aber Layers of Fear, weiß ich halt natürlich, was da auf mich wartet und da. Aber bitte, bitte keine Verfolgungs-Action oder so. Stehe ich so gar nicht drauf. Kann ich überhaupt nicht mit umgehen? Bin ich tot? Nee. Oh, Burps. Ganz viel Burps. Okay. Okay.
soll ich jetzt hier rumflattern, flattern? Wo bin ich? Was mache ich hier? Jo, abgefahren, aber. Jumpscare oben drauf oder so, vielleicht. Ach, wegen diesem Tonproblem muss ich mal was. Muss ich gucken, wie ich das mache. Und der Wecker macht uns wach. Nee, das ist doch wieder das Telefon, verdammt. Flugschule 1. Geil. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Hallo? Gain control over him, please. Über wen? Über mich? Oder? Ich trinke erstmal einen Schock. Ach, übrigens, ich hatte eine Idee, ein Trinkspiel draus zu machen. Jedes Mal, wenn ich mich erschrecke, muss ich einen Shot trinken oder, keine Ahnung, einen Schluck oder was weiß ich, muss ich mir nur überlegen. Es wird auf jeden Fall zum Schluss sehr lustig. So generell mal ein bisschen Mut antrinken kann ja nicht schaden, oder? Geil. Geil. Ich gehe erstmal draußen gucken. Ja, also der Garten hat schon mal, na gut, das ist Dach, ne, ist ein bisschen diesig, aber ich glaube, der hat schon mal bessere Tage gehabt, gesehen. Hallo, Mister? Ach, ist bestimmt nur der Gärtner, komm, der Gärtner, der macht doch nur, der kann nicht schlafen und wollte noch das Beet umgraben. Oder so. Hauptsache ich muss nicht rennen. Das ist Rennen, ja. I shouldn't be here. Muss ich rennen? Oh, ich hasse Rennen. Ich will das nicht. Das überlebe ich nicht. Schon wieder ein Quietschhändchen. Ein Schlüssel? Okay. Das ist irgendwie so ein Easter Egg Collectible Gedöns. Okay, mit einem Vogelschädel dran. Okay. Okay. Ist aber auch nicht die feine englische, eine Schaufel zu schmeißen. Man kann sich ja verletzen, ne? Leute, heutzutage, ey. Nur auf Stumm. Ich sollte aufhören. So zu verreißen. Oh, scheiße. Wenn nicht, keine Jumpscares mehr. Ich hasse Jumpscares. Aber ich glaube, Jumpscares sind noch besser, als wenn du so unter Druck... Weine Kinder sind die besten Kinder. Ich sag's dir. Das heißt immer was Gutes. Habe ich letztens... ein Video von einem Papageini sehen, der haargenau klingt wie ein heulendes Baby. Dann hast du einen Jackpot, ey, und die Viecher werden alt. Das ist das Problem. Erforscher, hey! Daddy, please!
play with me. Wir sind hier im Gewächshaus, liebes Kind. Hier ist es ein Glashaus und wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen schmeißen. Können wir nicht draußen spielen? Muss das hier drin sein? Es ist auch sehr dunkel hier. Ich glaube, das war hier im Haus gerade das Geräusch. Was zum Lesen? Hey! Wo liegt die Grenze zwischen der Realität und dem Traum? Was ist unser Leben? Ist es der Träumer oder die Träume, die er träumt? Sag mir, liebe Susanne, was würdest du tun, wenn du nicht schlafen könntest? Würdest du den Traum kontrollieren, der nicht einfach zu dir kommt, sondern dich heimsucht? Fragt Eddie. Gute Frage, nächste Frage. Das ist mir ein bisschen zu... weiß ich auch nicht. Will mich denn jemand heimsuchen? Ich hoffe nicht. Was haben wir hier? Oh! Oh, wie nennt man das? Sterbeurkunde, genau, das Wort hier so. Name des Verstorbenen. Theodor Duvel. Alter 7. Oh. Schlecht, männlich, Todesursache. Okay, anscheinend. Sind wir dieser Edward und wir therapieren uns selber oder sind wir. Weil Edward ist ja angeblich ledig, ne? Bachelor sagt man da im Englischen. Ah ja, am schlimmsten finde ich das, wenn du dich umdrehst, hat fett Jumpscare, Alter. Na los, komm! Daddy, why did you allow him? Was? What? Ah! Oh! Scheiß jemand dann. Nein! Ich gehe jetzt nicht ans Telefon. Leckt mich doch alle. Wem habe ich was erlaubt? Komm. Ich nehme die Hand von der Maus. Damit ich die Maus nicht mehr so verreiße, meine ich. Daddy! Daddy! He is here! Oh. He's back! He's back! Wer? Es lädt. Ausatmen, ein bisschen freundlicheres Terrain, Setting, wie man sieht. Ja, ich glaube, das ist so anatomisch nicht korrekt daraus, okay. Ein schönes Kinderzimmer, also das mit den, das leuchtet wahrscheinlich im Dunkeln da, der Mond und die Sterne und so, das ist cool. Der eine Teddy, der gefällt mir nicht, der hier, der sieht so komisch aus. Das ist aber so ein typisches Kinderzimmer, wo ein Kind so, wie gesagt, so die Grenze, na, so überschreitet. Was haben wir denn hier Schönes? Theodor ist ein sehr talentiertes Kind. Er ist sehr ruhig und zeigt den Charakter eines Träumers. Das Einzige, das mich irritiert, ist der Schatten eines Kindes, der oft in seinen Zeichnungen vorkommt. Aber wahrscheinlich ist es nur eine Figur aus einem Comic oder so. Nichts Gefährliches. Okay, nichts Gefährliches. Das sagten sie alle am Anfang. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ah, irgendeine Statue? Puh, es ist Punkt 3 Uhr. Kaffeezeit. Oder nachts, man weiß es nicht. Das Bild finde ich creepy für ein Kinder. Die sind auch ganz schön creepy für ein... Okay, eine Spielzeugwaffe. Okay, okay, okay. Ganz schön creepy Bilder hier für ein Kind.
Das Viech ist auch creepy, das gibt's bei mir nicht. Noch mehr Burps? Also mit Burps haben sie es hier, ja. No. Kann ich nicht verstehen. Ach, guck mal. Guten Tag. Oh, was ist mit dem Treppengeländer passiert? Was ist da draußen eigentlich los? Warum liegt hier Stroh? Was? The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Also das Licht leuchtet im Dunkel. Also ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Danke für die Übersetzung. Ich schätze mal, ich soll hier rein. Hat noch nicht so ganz geklappt. Ach, sollte ich da irgendwie ausweichen oder was ist jetzt hier los? Ja, irgendwas habe ich falsch gemacht. Boah, ich hatte gerade so ein Atmen auf dem Ohr, richtig ekelhaft. Hallo Leute! es ist schon spät. Wir hatten einen langen Tag. Ich würde dann hier erstmal wieder aufhören. Ja, und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja? Medal of